Halber Strecke zwischen Graz und Klagenfurt liegt Wolfsberg. Dort ist der Autor Gernot Rager beheimatet. Wolfsberg ist eine literarisch durchaus vorbelastete Stadt. So findet man dort beispielsweise das Christine-Lavant-Museum. Mit seinem Der Wolf-Verlag, der vor etwa 25 Jahren gegründet wurde, um regionale Autoren zu fördern, war Rager Mitte Mai bei den kritischen Literaturtagen in Wien zu Gast und abends im Kunstraum Ewigkeitsgasse für eine Lesung. Der Wolf Verlag ist eine Konstruktion, die ich vor jetzt 25 Jahren gebildet habe, mehr oder weniger aus einem einzigen Grund, weil ich Bücher produzieren wollte, auch eigene natürlich, und weil es in meinem Umfeld im Lavantal eigentlich keine Möglichkeit gegeben hat, irgendwie zu publizieren. Der Wolf, der Name war klar, Wolfsberg, das hat sich irgendwie ergeben. Ich wollte keinen Fantasienamen, ich wollte den Bezug zur Stadt herstellen, weil eben der Verlag auch regional ausgerichtet war bezüglich Autoren und bezüglich der Themen. Die Hälfte des Programmes ist Belletristik, davon wiederum die Hälfte Lyrik. Die zweite Hälfte setzt sich zusammen aus Bildbänden, aus Auftragsarbeiten und Kinder- und Jugendbüchern. Also ich bin jetzt Verleger bin ich geworden, weil ich eigentlich Schriftsteller sein wollte, aber davon eben nicht leben kann. Und der Beginn war eigentlich während meiner Studienzeit in Graz. Ich habe 1978 in Wolfsberg maturiert, bin dann nach Graz gegangen und habe dort zu meinem Glück den Alfred Kolleritsch als einen Philosophieprofessor gehabt. Und wir waren zu der Zeit zwei Studenten in seinem Seminar, was natürlich Grund war, nicht im Seminarraum zu sein, sondern zu allen möglichen Lesungen und Veranstaltungen des Forum Stadtpark zu gehen. Und es hat sich dann so eine Freundschaft gebildet. Er hat von mir erste Texte gelesen, hat mich ermuntert weiterzumachen und hat mich die nächsten paar Jahre dann eigentlich begleitet und mich für das erste Buch, das dann im damaligen Alektor Verlag in Klagenfurt erschienen ist, dorthin geführt und vorbereitet und hat eigentlich dann dafür gesorgt, dass sie wirklich in mir das Feuer dann wirklich entbrannt ist. Also das war der erste Alfred, der mich begleitet hat, und in weiterer Folge war es dann der Alfred Dickermann vom ORF Kärnten, der die damals junge Szene hier in Wolfsberg kennengelernt hat und sie wirklich enorm und mit großem Einsatz gefördert hat. Und das war dann der zweite Schritt, kann man sagen, der zweite Schub, wo dann schon die Publikationen regelmäßiger geworden sind und wo ich dann auch gemerkt habe, dass ich wirklich beim Schreiben zu Hause bin und den Verlag eigentlich als Brotberuf sehe und das Schreiben als meine Berufung, was dann auch mit der Teilnahme beim Bachmann-Preis 1989 dorthin geführt hat, wo ich dann erst einmal so ein bisschen mitgeschnuppert habe mit der großen Literaturwelt. Man hat mich leben lassen, gewonnen habe ich nichts, aber es war irgendwie eine wunderbare Erfahrung. Und in der Zwischenzeit hat sich so schön eingependelt, dass es für mich schön ausgeht. Man wird nicht reich, aber ich bin in der Lage, dass ich sage, ich mache jeden Tag eigentlich das, was ich machen will. Ich sehe das gar nicht als Arbeit, sondern ich habe das Glück, wirklich mein Hobby und meine Berufung als Beruf zu haben. Und was Besseres könnte man gar nicht vorstellen. Es war das erste Mal, seit er diese Stadt besuchte, dass er diesem Viertel mehr Zeit zukommen ließ als bisher, wo es nur auf dem Weg lag, im Weg lag, wo es durchgangen wurde, kaum beachtet, eher geduldet, untertragen und ergangen. Dieses Mal öffnete er seine Augen, um es wahrzunehmen und zu erkennen, um zu verstehen, warum es so geblieben ist und sich nicht verändert hat in den Jahren, in denen andere Viertel der Stadt ihr Gesicht verschönern ließen. Kosmetische Eingriffe gingen an diesem Viertel vorüber. Es wurden keine Schnitte gesetzt und keine Straffungen vorgenommen. Nichts wurde abgesaugt und aufgespritzt. Das Viertel durfte so bleiben, wie es war, und tankte es mit düsterem Charme und Narben, die wie Mitesser auf einer Haut als Wegweiser fungierten. Ein Eindruck wie Mitleid.
Nein, eher wie Natürlichkeit, die sich nicht zu verstellen. Wie die polierten Straßen und Plätze in den anderen Vierteln der Stadt. Gerüche und Geräusche des Alltags, ungefiltert und von den Wänden der engen Gassen zurückgeworfen. Er ging die steile Straße mit den wie Implantate eingelassenen Straßenbahnschienen hinab und ärgerte sich, dass er das Opernhaus nicht in seiner ganzen Größe fotografieren konnte. Zu eng die Straße, zu gering der Abstand zwischen den Häuserzeilen. Der Blick wanderte nach oben, legte ein vertikales Panorama auf die Netzhaut. Die Kamera bleibt starr bei ihrem Ausschnitt. Kein Opernhaus als Ganzes, kein komplettes Spiel, nur ein Akt wie eine Aufführung ohne Ouvertüre, ein Drama ohne Tod oder auch wie eine Liebe ohne Eifersucht. Kein Ganzes eben, nichts, das fertig wäre und vollkommen, zumindest vollkommen geplant. Die Häuser, die sich jeder Erneuerung widersetzt hatten, kleben wie ein zu groß geratenes Vogelnest am Hang, an dessen Spitze die Burg thront, die mit ihrer steinernen Masse schwer auf der Stadt lastet. Ihr gegenüber die mächtige Kirche. Im Schatten der Burg wirkt sie zart und versöhnlich. Ein klein bisschen geduckt vielleicht und unterwürfig, wie es Kirchen an anderen Orten selten sind. Etwas darunter, wie ein Augenaufschlag, wie ein von unten nach oben blinzeln, wie ein Auslachen hinter der devoten Fassade. Eine Inszenierung der Rollenverteilung. Schutz und Kraft oben, das Physische, darunter der Geist und die Seele, das geschminkte Gesicht der Macht. An der Flanke schließlich die engen Gassen und verschachtelten Häuser, die fast in den Fluss zu stürzen scheinen, der hier schon mehr einem See gleicht. Kaum merkbar sein langsames Fließen als Vorbereitung, sich dem Meer, das nach wenigen Kilometern auf ihn wartet, zu ergeben. Die Verlangsamung als Angst, bei der Mündung auseinanderzufließen und den Halt zu verlieren, das Kompakte, was ihn ausgemacht hatte, bis hierher. Ganz sicher brodelt es unter der Oberfläche, aber wie die Haut erhitzter Milch legt sich Ruhe über die trübe Wassermasse. Die Haut nur hin und wieder von querenden Fähren aufgerissen und zerschnitten, geteilt und getrennt, einen dauerhaften Frieden verhindernd. Fähren, die zwischen den Ufern Verbindungen schaffen, die auf demselben Weg zurückfahren und so das Verheilen und Zuwachsen der aufgerissenen Haut verhindern. Ein Netzwerk aus Wunden war entstanden und überspannt diesen Warteplatz des Flusses auf seinem letzten Weg bis zu seiner Auflösung. Wo er saß, vereinten sich alle Wege der Stadt. Im Herzen der Stadt, das sich am Rand befindet, nicht in ihrer Mitte. Zu diesem Platz führen alle Wege und er wusste, dass nirgendwo sonst die Wahrscheinlichkeit größer war, jemanden zu treffen als an diesem Platz. Wenn er nur lange genug an diesem Platz bleiben würde, jeder aus dieser Stadt würde einmal an ihm vorbeiziehen, auch sie. Und warum nicht jetzt? Es wurde ein Warten auf kein Ziel und auf kein Eintreffen. Es gab so viele Wenn und Aber und Vielleicht und zu viele Fragezeichen und leere Stellen zwischen seinen Gedanken. Es gab den Wunsch, aber der hatte keine Form und keinen Namen. Es war nur einfach ein Wunsch, der erst nach seiner Erfüllung sein Gesicht und seine Bedeutung bekommen würde. Und obwohl er nicht vorhatte, sie anzusprechen, sollte sie noch einmal seinen Weg kreuzen. Und obwohl er nicht wusste, worüber er mit ihr sprechen sollte, dachte er immer öfter daran, aus diesen Möglichkeiten eine Möglichkeit werden zu lassen.
Er stellte sich vor, über diesen Tag eine Geschichte zu verfassen und sie dann in einem seiner nächsten Bücher zu veröffentlichen. Und er stellte sich vor, dass diese Geschichte auch von vielen Menschen gelesen werden würde. Und er stellte sich weiters vor, dass einer dieser Leser in den sozialen Medien schreiben würde, dass er eine Geschichte gelesen hatte, in der eine Frau vorkam, dass diese einer seiner Bekannten ähnelte und er wüsste, dass diese zu jener Zeit, in der die Geschichte verfasst worden war, sich in eben dieser Stadt aufgehalten hatte. Ihm wurde bewusst, dass er sich das alles vorgestellt hatte, bevor er das Buch veröffentlichen würde. Er müsste deshalb diese Geschichte mit einem Datum versehen, um seiner Vorstellung behilflich zu sein. Und er stellte sich vor, dass diese Geschichte auf irgendeine Weise weitergehen würde, ohne zu wissen, wohin und wozu. Vielleicht nur, weil es sein musste oder zumindest sollte, oder einfach nur, um zu zeigen, dass sie möglich war. Deshalb war es ihm nicht mehr möglich, diesen Platz zu verlassen. Nichts konnte ihn dazu bewegen, seinen Platz zu räumen. Eine Angst zu gehen, zu früh zu gehen, genau dann zu gehen, aufzubrechen und loszumarschieren, wenn sie kurz davor war, auf den Platz und in sein Gesichtsfeld zu treten. Was, wenn sie inzwischen ihr Gewand gewechselt hatte? Was, wenn sie ihn nur angesprochen hatte, weil er vor dem Pantheon einen Stadtplan ausgebreitet hatte, um ihn neu zu falten? Was, wenn sie das als stumme Frage nach dem Weg verstanden hatte und ihr Auftritt nichts mit ihm zu tun hatte, dass er wie sie ein reiner Zufall war? Er notierte sich den Namen des Lokals. Mit dem Licht legte sich auch die Stadt schlafen und der Platz zog sich eine Decke über. Die Lokale sperrten die Möbel ein und die Gäste aus. Der Platz verschloss seine Zugänge und der Fluss zog sich murmelnd zurück. Er versprach neues Leben für den nächsten Tag. Die Nacht selbst versprach nichts und legte auch ihre Dauer nicht fest. Noch einmal zum Thema vielleicht der große Roman. Ich weiß nicht, ob es der große Roman wird, aber seit inzwischen jetzt 15 Jahren schreibe ich an dem Buch Hungrige Schritte. Das ist eigentlich eine Aufarbeitung des Lebens meines Vaters, der eben vor 15 Jahren verstorben ist. Und wo ich dann in der Folge eben erst bemerkt habe, wie vieles ich nicht ausgesprochen habe. Hungrige Schritte, der Titel deshalb, weil das zwei wichtige Eigenschaften waren. Mein Vater war immer hungrig. Das hat ihm sein Leben begleitet. Das habe ich, glaube ich, auch geerbt inzwischen von ihm. Und die Schritte waren für mich immer ein Symbol, wie es ihm geht. Also ob er jetzt flott, zappelig gegangen ist oder eben schleppend, schleichend, daran habe ich dann eigentlich immer erkannt, wie sein Gesundheitszustand ist und wie seine Stimmung ist. Das waren für mich zwei so Eigenschaften, die ich einfach mit dem Titel einfach behalten will für die weitere Zukunft und auch für die Leser, die meinen Vater nicht gekannt haben. Ein weiterer Flur, offenstehende Türen in kahle Zimmer mit geöffneten Fenstern, durch die selten jemand blickt, dann das Zimmer mit zwei Betten, den hochgestellten Kopfteilen, ein kleiner Kopf, der keine tiefen Mulden mehr in das Kissen drückt. In der Mitte des Zimmers ein Tisch mit einfachen Holzsesseln, so gestellt, dass man nur zur Tür sieht, wenn man sie sehen kann. Das Bett ein Metallgestänge, ein Fußteil fremd, kein Holzbrett, das man durch Jahrzehnte mit den Füßen ertastet hat und sich dagegen stemmte. Nur Metallsprossen und die Füße ragen kraftlos ins Nichts. Bevor mein Vater durch das große Tor geht, führt ihn sein Ritual in das Geschäft an der gegenüberliegenden Straßenseite. Das Gesetz der Wiederholung, auch hier täglich die gleiche Jause, zwei Semmeln mit Wurst. Auch hier die Freundlichkeit und Unbeschwertheit gespielt durch die tägliche Wiederholung, längst mehr als eine durchschaubare Maske. Und auch hier die Fröhlichkeit eines Witzes, wobei nicht klar wird, ob diese Fröhlichkeit den Verkäuferinnen gilt oder ein Aufmuntern für ihn selbst. Ist ein lockernder Gesichtsmuskel, bevor sie wie von selbst hart und starr werden, ohne Chance gegen die Gefühle anzukämpfen, die die Oberhand gewinnen. Beim Anblick der Großmutter in dem Zimmer, das nicht das ihre ist. In diesen Stunden ist mein Vater wehrlos, der Müdigkeit ausgeliefert. Kein noch so kleiner Laut dringt vom Leben außerhalb des Hauses in diesen Raum. Keine nervende Kulisse aus Geräuschen und Stimmen, die jetzt so erwünscht wäre und den Kampf mit der Müdigkeit aufnehmen würde. Es bleibt ein Raum ohne Leben,
Nur da man weiß, dass hier jemand liegt, nimmt man die schwachen Atemzüge und das im Vergleich dazu starke Schnaufen wahr. Mein Vater sitzt am Tisch und schneidet mit seinem Taschenmesser die beiden Semmeln auseinander. Eine gönnt er sich selbst, die andere wird in immer kleinere Teile zerlegt und der Großmutter gereicht. Die kleinen Teile verhindern, dass man genau weiß, wie viel von der Semmel übrig bleibt. Mein Vater sieht auch nicht aus dem Fenster. Er sieht lieber durch die offenstehende Tür auf dem Flur. Das ist der Weg, den er bald wieder gehen kann, nach draußen, in den Lärm, ins Leben, mit seiner betäubenden Vielfalt. Hinter dieser Tür ist alles anders und es bleibt alles anders. Not all of them. Yeah. This was on 21st of April. So wow. One day after. Because we had this evening here with him and with Mercedes Eckhart. Yeah. Im Rahmen der Retrospektive Zeitprägungen, die sich mit dem Leben des Schriftstellers Frederik Morten beschäftigt, sind im Kunstraum Ewigkeitsgasse derzeit auch Arbeiten der Kärntner Künstlerin Anita Wiegele zu sehen. Es handelt sich dabei um Entwürfe und Illustrationen für eine Neuauflage des Buchs »Der Kommandant« von Frederik Morten. Die Performance »Kopfverklebung« von Anita Wiegele, die im Anschluss zu sehen ist, wurde schon im Schloss Porzia in Kärnten aufgezeichnet. Derzeit arbeitet Anita Wiegele an einem Abschlussprojekt der Kopfverklebung. Die Kopfverklebungen sind eine Geschichte, eine ureigenste persönliche Geschichte zwischen mir und mir. Die Kopfverklebungen sind entstanden, nachdem ich versucht habe, allen Erinnerungsmüll aus meinem Kopf herauszubringen. So ist es mir im Guten nicht gelungen und musste ich mehr oder weniger Gewalt an mir selbst anwenden. Und dieser Prozess hat sich über ein Jahr gezogen und ist jetzt somit beendet. Die Kopfverklebung ist eine künstlerische Aufarbeitung, die aus mehreren Teilen besteht. Sie setzt sich zusammen aus Malerei, aus Grafik, aus Text und natürlich aus dem Prozess selbst der Kopfverklebung, wo dann wirklich an einen Styroporkopf das Ganze, was Sie auch auf den Bildern und im Text lesen können, Sie dann im Prozess auch, also hat dieser Kopf das erlebt. Das heißt, dieser Kopf ist an meiner Stelle gestanden und an ihm habe ich das verrichtet, was ich versucht habe zu erreichen, nämlich das Gehirn herauszubrennen und somit einen riesen Hohlraum zu schaffen, der Platz eben bietet für Neues, für Schönes. Jetzt habe ich gemerkt, nach den vielen Jahren, dass ich zwar die gleiche Person geblieben bin, aber dass sich der Blickwinkel auf vieles geändert hat. Und so versuche ich gerade, diese eine Kopfverklebung von einer anderen Seite geistig, emotional zu beleuchten. Und aus dieser Beleuchtung heraus wird das nächste Werk entstehen oder ist bereits mitten im Tun. Das nennt sich ein Vergleich Lichtzwang. Das heißt, ich möchte unbedingt Licht in diese eher dunkle Vergangenheit bringen, die ich abgeschlossen habe. Und das neue Werk wird sicher spannend und ich freue mich drauf. Jedes Teilchen der Fülle nimmt mir die Zeit fürs Nach und Nach. Ballastüberfüllung, das nicht auskotzen können des Überflüssigen. Wie ein feines Rinnsal läuft alles muss und alles soll in meinen Tag
Und um es aufzufangen in feinen und groben Linien, in verdreckten und gefüllten Flächen, im geschriebenen Wort. Schreib dich nicht zwischen die Welten. Komm auf gegen der Bedeutung Vielfalt. Vertrau den Tränenpaar und lerne. Lerne zu leben. Sei es mein Weg, das Rinnsal zu erkennen und trotz Durst und suchtgeschwängerten Verlangen nicht jeden Tropfen zu trinken. Für meine zusammengekauerten Körper und ich singe Lieder, deren Texte vom Band genommen, da eigenes Denken vom Fühlen inzwischen müde. Wenn ich dann am Abend die Lichter lösche, die Dunkelheit und der, wie so zufällig über mich gehängte Mond auf mich einreden, dann frage ich mich, wie viel Lachen, wie viele Blicke und wie viele Worte habe ich noch zu geben? Die Linie schrieb und beschrieb immer lauter und immer deutlicher meinen Weg und die Farbe gab meinen Träumen den Geruch. Nächtens lag ich wach und suchte nach einer Entwirrung meiner Gedankenknoten und tagsüber konnte ich die Nähe nicht mehr ertragen. Die Vorstellung zwischen Echtheit und Traum, sie verschwand vor meinen Augen. Was trennt diese beiden Welten voneinander? Sehe und fühle ich sie doch beide zur gleichen Zeit in meinem Leibe. Mein Schlaf ist ins Wasser gegangen. Seinen Mantel und seine Schuhe hat mir die Nacht durch das Fenster geworfen, gebunden an einen schweren Stein. Nun muss ich schlafwandeln, auf und nieder in meiner Stube und meine Augen sich füllen sehen mit dem Antlitz des Wassers. Mein Schlaf ist vorausgegangen. Ich muss noch seinen bleiernen Mantel und seine glühenden Schuhe abtragen. Muss den Stein seines letzten Traumes zerkauen. Dann darf ich ihm folgen. Thank you.
gemacht auf Falten aus Seide und spielt sich der Körper in seiner Unbegrenztheit. Wo bleibt der Mund fürs Gedachte, Undenkbare? Wird das verhüllte Haupt mir die Weite geben? Zerbrochenes Glas zeigt die Splitter der Wünsche in kleinsten Teilchen zum Ganzen in der Zeitferne. Die Erinnerung entdeckt sich in mir. Mit Flügelschlag erreicht sie ihre Freiheit. Wenn die Gedanken den Boden unter den Füßen vermissen, dann, ja, dann habe ich die Erdung verloren. Irgendwo habe ich sie liegen gelassen, achtlos, übersehen. Ich bin im Gefühlskopf verhangen, nahe einem Tränenberg zur Veränderung und doch nicht. Mein Geist liegt im Bett der Fantasie und deckt sich zu mit dir, du Hoffnung, du Wundervolle. Im Namen der Kunst. Den Kopf zur Säuberung vorbereitet, ausgehöhlt, alle Ohren, die Augen und Öffnungen fest verschlossen, um im Inneren das Verfressen zu zelebrieren. Durch einen kleinen, unzerstörbaren Trichter fülle ich Säure in den vorbereiteten Zustand. Möge sie wissen, was für mich fest ist. Aushöhlung, Platzmachung, Zeitrevidierung, das Vergessen des Gestern zugunsten des neuen Morgen. Die Europäer ist nicht menschenrecht, ist nicht ich. Er hält geduldig ruhig, ist angst- und gedankenlos und wartet zeitlos auf nächste Schritte. In mir. Im Schädigen jetzt drinnen mir die konstanten Tageserlebnisse aus Ohren und Nase. Meine Lippen, freundlich aufeinander gepresst, niemand vermutet mein Inneres im Außen. So wird meine Selbstsäuberung bestenfalls zu einer gut gemeinten Darstellung. Künstlich erzeugt. Im Namen der Kunst. Nach vielen Tagen des Gedankenprozesses deutet der Erkenntnis rot und persönlich in mir. Für mich gibt es keine Leere und sind es manchmal nur Tropfen, welche die Hohlräume füllen? Es gibt diese Leere nicht, auch nicht irgendwann. Solange mein Geist gesund ist und jeder Atemzug neues Leben bringt, brauche ich auch nicht darauf zu hoffen. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich am möglichen zu viel nicht verschlucke. Sonst sehe ich keine Möglichkeit, in meiner Ruhe zu bleiben. Du, kannst du mich hören? Hast du den Mut, für mich das alles hinzunehmen? Es wird bitter werden, ich weiß. Ich kann den Schmerz fühlen, in den ich dich tauchen muss. Doch ich verspreche dir. Ich werde dich begleiten und sehr, sehr sanft an dir arbeiten.
Doch ersparen, ersparen werde ich dir nichts. Du bist ja ich. Und diesmal, diesmal werde ich den Weg bis zu Ende gehen. Ich lasse mich nicht stoppen und es gibt auch kein Innehalten. Du weißt schon, dass Säure frisst. Ein einziger Tropfen brennt sich in dein Hirn. Doch ich werde schütten. Komm, komm. Lehn dich an mich. Die Kamera, sie will uns beide. Kein feines Kleidchen diesmal und keine harmonische Landschaft, in die ich uns setze. Kein Lachen auf den Lippen. Man hat mir gesagt, wenn ich mich mit Säure über dich hermache, wird kaum was von dir übrig bleiben. Es wird dich zerfressen, aber ich will dein und mein Gesicht erhalten. Ich mag dein und mein Gesicht. Ich mag unser Gesicht. Nur das Innere der Vergangenheitsgehirn, das will ich rausbrennen. Ich möchte uns eine Chance geben. Neues, noch Schönes, Unbefangenes aufzunehmen. Für das restliche Leben. Und es mit Liebe und mit Glück zu füllen. Vorbereiten ist im Gange. Der Schoß ist bereit und die ersten Wellen erreichen das Gehirn. Die Bewegung rollt nicht nur Steine, auch Dosen und Fetzen und totes Getier an den Strand. Spuren im nassen Sand geglättet durch den Rückzug der Welle. Für den Zeitraum zwischen Ebbe und Flut die Entspannung des gewohnten Atems. Den Metalltrichter in die erste Öffnung gesteckt, das erste feine Nitro-Rinnsal in das Innere des Kopfes geschüttet, fing meine Liebe zu leben an. Mit weit, weit aufgerissenen Augen- und Mundhöhle. Meine Liebe, wie ich sie immer noch nannte. Und je mehr und je schneller ich schüttete, den Trichter von Öffnung zu Öffnung wechselte, um wirklich alles auszubrennen, umso lauter wurde ihre Qual sichtbar. Dann aber war die Flasche geleert. Und das Wunderbare kam zum Vorschein. Immer mehr kam es zum Vorschein. Nichts von all diesen Zerstörten konnte meinem Antlitz was anhaben. Kleiner war er geworden. Und zerbrechlich lag er da. Geschunden, verwundet, aber lebend und in den Gesichtszügen unverfälscht. Der Schmerz aus der Mimik gewichen und gütig im neuen Ausdruck. Wie ein kleines Kind, friedvoll und still in seinem Bettchen liegend.
die Sonne, sie tanzt die Schwere weg. Ihre Wärme, sie glättet die zerfurchte Haut. Und der erste Schmetterling landet auf ihr. Das Ankommen liegt in jeder Richtung. Es blickt tatsächlich kein Stein am anderen. Die Schauplätze sind wohl noch die alten geblieben. Akteure haben sich verabschiedet und neue haben ihren Platz eingenommen. Was geblieben ist, ist die Sehnsucht nach der Freiheit des Tuns, die Sehnsucht nach der Liebe und der Zärtlichkeit des Lebens. Unwissend. Unbeeinflusst, nicht behirnt und von Erlebten beängstigt, die Richtung gewählt. Von Freude und Licht begleitet. In meinem neuen Ankommen. Irgendwo. Komm, komm, Geliebter. Gib mir deinen Atem. Ich würde dir so gern von meinen Schmetterlingen erzählen. Verschließe meine Lippen mit deinen, damit sie sich nicht verirren, die neuen, jungen. Wir geben ihnen ganz viel Raum. Und nur das Atemholen stoppt ihren Flug. Der Morgen tropft vom Himmel. Aus dem Schornstein nebenan steigt Rauch auf und während der Nebel nicht, könnte der Bund des Herbstes vor aller Augen ungetrübt sein farbenfrohes Kleid fallen lassen. Eingehüllt in die Wärme der Stube wandern meine Blicke weg vom Sichtbaren und fangen sich in Gedanken in meinen Wolken. Ich sehe dich, ja, dich und all die anderen und ich benenne euch mit Namen. Du bist die Freude. Und hinter dir steht die Erinnerung und gleich neben dir die Liebe. Dann ist da noch der Unverstandene, der sich so gerne in den Vordergrund schiebt. Konturenlos verschwommen, aber nicht verblasst. Seid ihr der Himmel über meinem Horizont. An manchen Tagen so dicht vor mir, dass selbst die Sonne nur schwer zu mir durchdringt. Ihr löst euch stumm in Feinheit auf, um in neuer Gruppierung wieder zu erscheinen. Ich ahne euch in der Dunkelheit, wo ihr unbeschienen die Nacht mit mir teilt. Ihr werdet erst sichtbar,
wenn der Morgen meine Sinne anknipst. Ihr, meine Wolkenköpfe, seid stets gegrüßt in mir, wenn es Liebe ist. Wenn es Liebe ist, ist die Zärtlichkeit, die die Zärtlichkeit in eine Endlosschleife reiht, dann bedingt dieser Liebe nur ihre Echtheit, um sich ihrer immer und immer wieder zu erinnern. Rechtfertigungen fallen vom Tisch, schmerzlos, werden nicht gebraucht, denn kein schlagendes Herz verletzt im Einssein den gemeinsamen Herzschlag. Am Lebensabend den Blick in der betagten Hülle eines bewegten Lebens zu vergraben, große Worte und Worte aus jungverliebten Zeiten wie einen Schleier der Dankbarkeit über jeden solcher kostbaren Momente zu breiten. Das ist wohl der Stoff, aus dem die Träume sind und der uns zu Suchenden macht. Wie schön, wenn wir uns finden dürfen. In meinem Beitrag bin ich ausgegangen von dem, was ich in der Kindheit als erstes über Glauben gelernt habe. Das war das Kreuzzeichen, so im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, das jeder von uns so als erstes mitbekommt oder das einem auf die Stirn geschrieben wird. Und so habe ich ein Gedicht in Mundart geschrieben, weil es eigentlich eine Rückblende in meine Kindheit ist. Ich war auch Ministrant einige Jahre und habe etwas aus dem Bauch rausgeschrieben und habe die Figur des Vaters als Kindheit gesehen, die des Sohnes als Jugend, das ist ein bisschen rebellische Jugend. Und der Heilige Geist ist die Situation, in der ich mich vielleicht jetzt befinde, am Weg zum Glauben oder auf der Himmelsstiege. Also es beschreibt das Heute. Und in diese drei Teile ist dieses eine Gedicht, das wir gemeinsam mit der Ivana Kampusch lesen werden, aufgebaut. Ja. Danke nochmal, Ivana, dass du bereit erklärt hast, das mit mir hier gemeinsam zu tun, in einem Land, das zweisprachig ist. Mehr will ich dazu nicht sagen. Himmelstirgen. Dreigewaltigkeit. Durchs Auge der Kindheit. In Himmel eine schauen, komm, hat's gesagt, die Mutter. Der Blitz, ein Schrick voller Licht. In Himmel tragen, komm auch, hat's gesagt, die Mutter. Um die Kirchen oder in dir? Nur
Das Blattl bleibt auf der Zunge bicken. Aus der Klamm rausgehen kann man, hat es gesagt, die Mutter. Aber die Hände fest am Felsen. Auf der Stufen vom Haus kann man, hat es gesagt, die Mutter, ein Herz einritzen. Oder ein Kreuz. Das Brot liegt am Rücken, hat es gesagt, die Mutter. Schau, Bub, der Teufel, der sitzt schon am Messer und das Herz rinnt runter über die Stirn und rinnt und zu Weihnachten ist still im Stall. Vom Viech hörst nix. Na bisch Cestinje, mo hot na Trojica, s'uze u Trutje u. Pohledate u nabisa moreš, sorile naša mama, striwa. Sprejnja boh na uče. Nebu nosite moreš, sorile naša mama, o ulicje ue, ale pa u tabe. Samu hostia na jezi eše lepe. Sarape jete moreš, sorile naša mama, roče pa trdu obs avo. Na štinje pračišo moreš, sorile naša mama, zara zlate srce, ali pa riš. Rh je obrnjan, sorile naša mama, polej pub, hdič že sedi na nože. Srce pa tače da v te, tače čriz štinje, pa tače. Za božič je tiho v hljive, od žujine če slišiš ej. Suze muadov u, od rožen ranca zvezan, olina pa žijo. Konfite ordejo, za mno pa riž pohn žrablov. Ministriri, sorilati. Stoli iz lasa pa teščije pa ej. Srižane uste, za del po nosa mojah. Na te spudne štape, fejmo štr stojijo tore. Hostia še zmiram lepe. Mešno vino je naredilo rvav ble. Skora pa nobeden či uidu. Durchs Auge der Jugend. Vom Rosenkranz gefesselt mit brennerte Knie, Confiti Odeo, und hinter mir ein Kreuz voller Nägel. Ministrier, hat er gesagt, der Vater. Der Schemel aus Holz, der druckt als wir und zerbissene Lippen wegen der Meinung ihren Stolz auf der untersten Stufen. Der Pfarrer steht oben, das Blattl, das bickt noch immer. Und der Messwein hat einen Blutfleck gemacht. Aber vom Chor hat das keiner gesehen. Das Auge von heute. Mir wird klamm, hör ich mich sagen. Die Hände fest am Felsen, das Licht erschrickt, das Viech brüllt auf und der Messwein voll Nägel. Und das Blattl, das biegt auf der Stirn und im Pfarrer sei Stolz, sei Kreuz in Holz. Und ich stehe ganz oben, unterm Himmel. Wo u od dones, mne jet es nu, se slišem reče, roče trdu obs avo, uč ana sprejnja, žujina za tule,
Mäschna wino puchna schrablau. Hostia lepe na stinjach. Us feimo stropu nos. Nja rizl zlasa. Pajes? Stojim čisto tore pod nibam. Es donnert. Und der Vater oder der Himmelsvater sagt: Hermi, Ati, Bulba Ati, Nabi Ischiracho. Bur, mein Bur, wir laden jetzt die Faseln ab, damit der Pfarrer zur Mitten sein Messwein hat. Bub, mein Bub, zdaj bo was so des braua do te, da bo fejmoštr za Mitten mo svoje wino. Dann wache ich auf. Auf meiner Himmelstirn. Und im Zimmer ist still. Bole se zbedim na štinjah u nabesa. U izbe je tiho. Von der Klagenfurter Innenstadt an den Stadtrand, zum Lendkanal, wo das Kinomuseum Klagenfurt beheimatet ist. In der heurigen Sonderschau Kärntner Landkinos setzt sich Museumsleiter Klaus Pertl mit einer Zeit auseinander, in der es in Kärnten noch über 50 Kinos gab, von denen sich gerade einmal eine Handvoll ins 21. Jahrhundert retten konnten. Wir wollen der Geschichte der Kinos am Land nachgehen. Davon hat es also 50 und mehr Kinos gegeben, verteilt über das ganze Land in kleinen Orten. Und diese Kinos waren die einzige Möglichkeit, Filme damals zu sehen. Das muss man auch sehen, in Zeitaltern von YouTube und Facebook und all diesen Dingen ist es ja ganz selbstverständlich, wenn man einen Film sehen will. 1950 war das, wenn man ihn nicht im Kino gesehen hat, hat man ihn nirgendwo gesehen. Also war das eine wichtige Versorgung und vielleicht so eine Parallele zu heute, das Kino der 1950er Jahre bis in die 60er Jahre hinein war ein Social Media, weil man eben nicht getapst hat auf dem Bildschirm, sondern weil man gemeinsam ins Kino gegangen ist. Das Vergnügen, den Film gemeinsam zu sehen, diese Parallele, auf der einen Seite alte Technik, alte Filme, aber etwas, was also heute auch noch von Bedeutung ist. Es gibt in Kärnten auch kleine Kulturkinos, in Gmünd gibt es eins, in Mühlstadt gibt es eins, die also versuchen weiterhin dieses Geschenk den Leuten zu bringen, eben Film nicht zu Hause auf der Glotze, am kleinen Bildschirmchen, sondern wirklich im großen Saal und mit Vergnügen. Das ist also der ehemalige Mittelwellensender. Das war so die Technologie, die man genutzt hat, bevor man das UKW, das man also heute standardmäßig hat, gab es also die Mittelwelle. Dazu musste man also große Sendemasten aufstellen und eben ein Sendegebäude. Dieses hier wurde zwischen 53 und 55 eröffnet, spiegelt also noch diesen Schick der 50er Jahre, der natürlich auch ganz gut zu einem Kinomuseum passt. Und wir haben das also adaptiert und versuchen da eben
viele Geschichten rund um die Geschichte dieser Stadt zu erzählen. Wir haben also versucht, möglichst viel zusammenzutragen. Der Aufhänger ist einmal eine Kinomaschine aus den 1930er Jahren, die dann in den 50er Jahren in Landskron, einem kleinen Vorort von Villach. Und dazu wollen wir möglichst viele Fakten, kleine Artefakte, Programme, Programmzettel, all diese Dinge ausstellen, um zu zeigen, wie das damals sich abgespielt hat, eben dieses Vergnügen ins Kino zu gehen. Und das auch etwas gewesen ist, das die Menschen sehr regelmäßig getan haben, so wie man heute halt sagt, ich schaue mir im Fernsehen diesen und diesen Film an und bei Games of Thrones bin ich auf der Staffel sowieso, in der Folge sowieso. So hat man halt damals gesagt, treffen wir uns heute im Kino. Und der andere hat gesagt, was ist denn für ein Film? Und gesagt, das weiß ich nicht, aber wir müssen ins Kino gehen. Das nehme ich ja überhaupt als das Allergrößte an, dass das Kino keine Fernbedienung hat. Aber ich kann nicht herumknipsen und sagen, auf Kanal sowieso ist noch irgendwas anders.